Wie sicher leben die Menschen in Baden-Württemberg? Also die Menschen in Baden-Württemberg können sehr sicher leben. Wir sind eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Wir belegen auch im Jahre 2012 den zweiten Platz hinter Bayern. Unser Ehrgeiz ist natürlich, diese Situation noch zu verbessern und an die Tabelle Spitze zu kommen. Welche Delikte bereiten der Polizei Sorgen und wie reagiert sie darauf? Ja, wir haben gegenwärtig die Situation, dass wir insbesondere bei dem Thema Wohnungseinbrüche steigende Zahlen haben, wobei wir insgesamt eine zurückgehende Zahl der Kriminalitätsbelastung haben. Das heißt, die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner nimmt deutlich ab. Aber wie gesagt, eine leichte Zunahme bei den Wohnungseinbrüchen, da haben wir entsprechend darauf zu reagieren. Das heißt, die Polizei wird entsprechende Fahndungsmaßnahmen verstärken. Wir werden im präventiven Bereich noch mehr uns engagieren als in der Vergangenheit. Denn erfreulich, selbst an dieser Zahl ist, dass 40% der Einbrüche nicht gelungen sind, weil die Täter gescheitert sind an Sicherheitsvorkehrungen in den Häusern. Das spricht dafür, dass die präventive Arbeit unserer Polizei sich auch auszahlt. Wie hat sich die Jugendkriminalität 2012 in Baden-Württemberg entwickelt? Das ist für mich die erfreulichste Entwicklung, die ich heute bekannt geben kann. Die Zahl der Jugendkriminalität und der jugendlichen Tatverdächtigen unter 21 Jahre ist seit 10 Jahren ständig im Sinken begriffen. Und wir haben jetzt einen Rückgang im Vergleich zu 2011 um 15%. Außerordentlich erfreulich, kann ich da nur sagen. Hat die Gewalt gegen Polizeikräfte weiter zugenommen? Ja, die hat zugenommen, auch im zurückliegenden Jahr. Wir hatten rund 1.800 verletzte Polizeibeamtinnen und Beamte im Dienst, davon 24 Schwerverletzte, das heißt zum Teil mehrmonatige Krankenhausaufenthalte. Das macht uns ernsthaft Sorgen. Das ist auch nicht akzeptierbar, ist nicht tolerabel. Und deshalb reagieren wir auch entsprechend, jedenfalls seitens der Polizei mit einem Drei-Säulen-Konzept, das da heißt, wir werden sicherer und konsequenter auftreten in bestimmten Situationen, insbesondere dann, wenn Gewalt gegen Polizei mit Alkoholmissbrauch im Zusammenhang steht. Denn wir haben festgestellt, fast 70% dieser Gewalttaten stehen im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum. Da besteht dringender Handlungsbedarf.